juristische Immunität für korrupte Politiker aufzuheben. Wir fordern, dass das im Grundgesetz und im Beamtengesetz festgehalten wird. Wir fordern die Justiz auf, Lauterbach in Gewahrsam zu nehmen. Dieser Mensch hat 2,5 Jahre nur Schlechtes über Deutschland gebracht. Ja, mit Maske muss ich so eine Scheiße da fahren. Lauterbach in den Knast! Lauterbach in den Knast! Lauterbach in den Knast! Lauterbach in den Knast! Was haben wir jetzt? Weiß Problem nicht. Oder? Großes Problem oder nur technisch? Stecker gezogen. Ja, ja. Ja, aber Polizei läuft schon die ganze Zeit mit Maske rum. Ist immer. Ja, aber wenn die aufgezogen haben, ist immer. Ja, die wissen immer ganz genau, dann können sie sofort amtlich werden. In der Tasche und dann die Polizei hat. Schön. Ja. Er will gerade mit mir nochmal diskutieren, warum wir das verteilen. Ja, die Stecker haben sie gezogen. Alles klar, ich laufe hinten. Ich laufe hinten lang. Was war los? Ja, die Stecker gezogen. Was ist denn? Technik ist wieder okay, oder? Geht die Technik noch, oder ist es Feierabend? Ja, das sehen wir noch. Was war los? Von hier wollen Sie mal Wir waren ja alle hier. Ja, was haben Sie gemacht? Was? Keine Ahnung. Warte. Schon gemacht, aber jetzt reicht ja schon. So ein Idiot. Hat er wohl nicht wahrgenommen? Ein einziger kommt hierher. Was denkt er sich dabei? Er ist nicht mal Jugend, Alter. Ja. Ich habe ihn hingestreift. Er hat gedacht, er wird ein Held für eine Sekunde. Sollten Sie sich schämen! Der eine Herr. Mit den kurzen Hosen. Ja, mit der Brille. Ach so, okay, ja. Total verstrahlt. Das heißt, wer weiß, was er meint vielleicht sogar gut. Keine Ahnung. Also das ist so ein Mensch, wenn ich nur die Leute sehe. Ein richtiger Schaden. Ich meine, er kriegt das Ding wieder hin. Ja, aber ich meine, der Polizei gefällt das auch nicht. Das ist, ja, das glaube ich. Wir hätten gerne einen Feierabend.
Deutschland das ganze Thema nicht einfach mit so einem Federstrich beenden. Das ganze, raus aus den Ämtern. Ja. Am besten auf eine große Insel. Mit Haifischen dann umkreist. Kein Hubschrauber Landeplatz. Dann lagst du. Kennst du das noch? Ja, auf dem Boden? Auf dem Boden. Ja, also dein Patsch. Geht in die Hörer, das Zeug. Ja, die haben alle teilweise, also manchmal kann man nicht die Gedanken so nachziehen. Wahrscheinlich stand hier und da. Ja, die Hörer, die sind gerade an. Aber irgendwas stand da nicht aus. So Mädchen, machen wir erstmal Pause hier. Aber das interessiert keinen auf dem Friedhof, wenn er da liegt. Oder vielleicht sind das schon die Nebenwirkungen durch die Chemtrails. Vielen Dank für die zusätzliche Aufmerksamkeit. Hey du, magst du mit uns gehen? Es geht um unsere Zukunft. Es geht um unsere Freiheit. Es geht um unsere Kinder. Komm schon, gib dir einen Ruck. Wir brauchen dich. Lieferungen.
Und wenn es bald Bürgerkrieg gibt, dann könnt ihr Rehimporte aus der Ukraine erwerben. Junger Mann mit ausgestrecktem linken Arm zu winken ist in der Zeit sehr, 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 sehr. Was die Orgas angeht, jetzt seit 3 Tagen die Galerie der Impfopfer auf den Kröpke gewendet. Nein, man hat ja gesagt, auf Kröpke, hat er gesagt. Ne? Auf Kröpke stehen habe und da kann ich euch sagen, die Resonanz ist total genial. Unheimlich viele Menschen suchen da das Gespräch, die Vernetzung und wahnsinnig viele Menschen fragen uns, ich habe Impfschaden gehabt, mein Arzt möchte das nicht dem Paul-Ehrlich-Institut melden, weil die Angst haben, eine Hausdurchsuchung zu bekommen. So ist das halt in einer Scheindemokratie. Und ich kann euch nur sagen, die Stimmung kippt. Anwohner hier in Hannover. Ich habe eine Frage an euch. Tja, die Grippe, die ganz normale Grippe, die man seit mehreren tausend Jahren hier in unserer westlichen Hemisphäre kennt, ist in der Kalenderwoche 11-12 2020 auf mysteriöse Weise von ein paar Taucherzaubern verschwunden.